Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Stellen Sie den Kaffee wieder hin. Lassen Sie uns über etwas Wichtigeres sprechen. Wir erweitern diesmal unseren monatlichen Verkaufswettstreit. Wie Sie wissen, der erste Preis ist ein Cadillac Eldorado. Interessiert jemand der zweite Preis? 6 Steakmesser für den zweiten auf der Liste. Dritter Preis, Ihre Entlassung. Man müsste endlich aufstehen und zurückschlagen. Die Hölle ist hier auf Erden? Richtig. Was kannst du tun? Ich sage dir, ich bin reif für den Strick. Ich weiß, was ich tue. Ich gehe los, ziehe die Leute über den Tisch und dann ab nach Argentinien. Sie halten sich für einen Dieb? Wir reden nur so. Wirklich? Wir zwei sprechen darüber. Wir sprechen über eine Idee. Wir reden jetzt nicht ernsthaft darüber. Nein. Einen Einbruch? Über einen Einbruch? Nein. Wovor haben wir denn so viel Angst? Oft ist es nur so ein kleiner Schub. Heute Nacht oder nie. Das möge sein. Was ist los? Was ist passiert? Wir hatten einen kleinen Einbruch. Wo Kriminelle einfach reingehen und stehlen. Stehlen die Telefone. Sie stehlen die Telefone, sie stehlen... Oh. Du bist der Einbrecher. Natürlich bin ich der Einbruch, natürlich. Ist das wahr? Sagten Sie was zu mir? Wenn ich mit der Polizei rede, werde ich nervös. Ah, weißt du, wer da anders ist? Wer? Diebe. Wie heißen Sie? Das sind unsere Spielregeln, Schätzchen.